Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Kapalab und einige von euch wissen ja bestimmt, dass ich gerade GTA San Andreas Let's Play und ja, es gibt etwas, eine Software namens GTA San Andreas Control Center. Mit dieser Software kann man wirklich sehr witzige Dinge machen und ja, nicht wundern, das ist mein schon durchgespielter Safe State und naja, witzige Dinge, jetzt ist gerade noch nichts los, aber naja, bis gleich. Ja, hier bin ich wieder und einen ganz kleinen Tipp gebe ich euch schon mal. Guckt mal oben rechts auf die Uhrzeit. Also wie ihr gerade bemerkt, geht es sehr schnell rum. Normal, aber sonst waren es ja so einfach nur ganz normal Sekunden. Jetzt ist es keine Sekunde mehr. Und ja, dann... Hallo. Ja, der Moritz ist auch der Mr. Mö. Weil ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. So, jetzt geht's weiter. Ja, genau. Und die Autos, wie ihr sehen könnt, fahren die Autos... Wie ihr sehen könnt, haben die Autos gerade eine Massenkarambolage gebaut, also Carpalab. Also die haben es gerade wirklich so gebaut, dass sie ineinander stecken geblieben sind. Und egal, ich werde jetzt hier mein Auto her cheaten, mehr oder weniger. Und wir werden jetzt immer versuchen, Auto zu fahren. Aber Radio werden wir natürlich ausschalten. Und wir sind natürlich auch super schnell. Und aber die anderen Autofahrer, die sind natürlich viel schneller als ich. Weil ich sage dazu nur, die normale Spielgeschwindigkeit von dem Spiel ist jetzt ja einfach ganz immer 100%. Jetzt haben wir nämlich gerade 1000%. Oh Gott, ich freue mich schon auf das Ergebnis, ey. Ja, ich freue mich auch wirklich auf die Kommentare und auf die Bewertungen. Ja. Okay, gut. Ich fahre einfach mal weiter. Wir versuchen mal einfach mal jetzt, ich gehe mal in die Karte. Ich versuche jetzt mal einfach heil von, ich bin ja gerade hier, von dieser Stelle, ja, hier hinzukommen. Aber ich fahre wirklich so, ne, damit dass ich dann so hier ankomme. Gut. Aber wir werden die richtige Spur nehmen, weil wir sind ja kein Geisterfahrer. Und wir wollen ja ein bisschen, naja, die Regeln halten. Die Regeln halten! In Amerika, die Regeln halten ist wirklich sehr schwer. Vor allem in dem Spiel die Regel zu halten, ist unmöglich. Motherfucker. Vor allem, warum stecken? Bleiben die Autos immer ineinander stecken? Ich check das nicht. Ich meine, guckt euch mal das an. Wieso will der vorne mich zusammenschlagen? Oh, egal, schau mal. Das ist aber, die sind einfach die ganz bösen Taxifahrer in dem Spiel. Ach, wisst ihr was, Leute? Das ist mir gerade viel zu langsam. Was machst du gerade wieder, Emre? Was ich gerade mache, ich versuche gerade mich nicht zu überschlagen, indem ich die ganze Zeit auf Erde drücke. Egal, ich habe ja gesagt, dass es mir viel zu langsam ist. Es ist aber viel zu langsam! Entschuldigung. wie fahren jetzt aber weiterfahren? Ja, es ist so langsam! Okay. Wir werden einfach weiterfahren. Ah, die ist so herrlich, das ist so herrlich. Ich hatte mal eine Zeit lang gehabt, wo ich nur GTA gesuchtet habe. Gesuchtet meine ich mit GTA Control, sind also so in diesem Drogenmodus jetzt gerade. Wie zum Beispiel. Wieso haben wir gerade diese Hitzewelle? Das ist doch gerade eigentlich gerade Winter. Naja, scheiß drauf. Oh! Komm her. Komm her! Tschüss. So. Gut. Wir wollten ja unser Ziel fahren. Ich kann. Kommt her! Hey! Hey! So, tschüss. Oh, Mann, warum ist das Spiel so stumpf? Oh, nein. So, boom. Kennt ihr das, wenn man einen Handstand auf ein Polizeiauto macht? Ja, die Leute machen es in dem Spiel, Moritz. Bei Saints Row, ey, voll gut. Nein! Meinst du das neue Saints Row? Ja, geil. Das feiert leider noch. Oh. Was ich aber schade finde, ist, diese Abspackung gibt es leider nicht mehr bei GTA 4. Da gibt es auch einen Control Center, aber man kann aber nicht so derbe abspacken wie jetzt. Gerade zum Beispiel. So, tschüss. Also man kann auch in dem Spiel tatsächlich Autofußball spielen. Es geht. Also um Autofußball spielen zu können, braucht man erstmal GTA. Dann braucht ihr ein Auto und ihr braucht einen GTA Control Center. Und ihr müsst noch ein bisschen eure Tasten modifizieren, dass ihr nämlich das hier machen könnt. Genau. Ihr habt richtig gesehen, ihr könnt das da machen. Und wisst ihr, was auch sehr schön ist? Das Spiel stürzt nämlich nicht ab. Normalerweise bringen ja sowas Spiele dazu,
Ich kann nicht reden. Normalerweise bringen ja die, die solche Control Center dazu, dass das Spiel abschmiert. Aber in dem Fall ist nicht los. Die Autos fahren einfach. Und was wollte ich gerade machen? Genau. Wir fahren jetzt hier ganz normal und halten einfach an. Also Carpiler passt wirklich sehr gut, gerade der Name Carpiler. Das passt einfach. Ich meine, Auton, what the fuck? Okay, ist gerade ein Taxi in mir reingefahren, ist gerade stehen geblieben, jetzt nicht mehr. Und jetzt gibt's eine Schießerei. Okay, was ich gerade eben sagen wollte, war einfach Carpiler passt, weil ich meine, Massenkrambolagen, haufenweise Massenkrambolagen, die einfach passieren. Ich meine, ich muss ja nicht mal was machen. Ich kann einfach aussteigen und einfach jetzt mal von der Straße weggehen. So, ich laufe jetzt mal die ganze Zeit weg. So, und jetzt gucke ich wieder hier hin. Ich brauche gar nichts zu machen. Was ist eigentlich mit dem scheiß Polizisten los? So. Was wird das? Naja. Ja, ich hätte mir mal ein neues Auto her. Ist immer eine gute Idee. Ja, ist immer eine gute Idee, stimmt schon. Ja, ich kann mir sogar ein Zug Waggon head cheaten. Das geht natürlich auch, aber dann kackt das Spieler, wenn ich einsteigen möchte. Wir cheaten uns mal, ein Flugzeug können wir uns auch head cheaten. Kein Motorrad. Ich würde euch wirklich raten, wenn ihr bei 1000%, dass ihr kein Motorrad euch headcheatet. Oh, ein Golf, sehr gut. Golf können wir natürlich nehmen. Und wir sind schon weg. So, und fahren wir mal weiter. Warum sind bei mir in der Wohnung auf einmal Leute aus meiner Bande, die kiffen? Moritz, das wird mich auch interessieren, wirklich. Ich weiß es nämlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und warum? Bauen hier die Leute einfach Unfälle? Und warum wurde gerade einfach eine kaltblütig überfahren? Fahren, überfahren. Ah, kommt zurück, Autofußball, Autofußball! WM war gestern, jetzt gilt nur Autofußball, wirklich, ey. Autofußball. Stefan Raab sein. Stefan Raab, GTA muss er mal spielen, dann. So. Oh, hell no. Oh Mann, ich bin so stumpf! So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade was eingestellt. Und zwar, mein Auto wiegt jetzt sage und schreibe 400 Tonnen. Das heißt, wir können einfach unsere Autos jetzt wegschieben. Ohne dass wir gleich weggeschoben werden, wie ihr sehen könnt. Wir wiegen wirklich 400 Tonnen. Ein ganz normaler Golf wiegt ja ungefähr eine Tonne, 1,2, 1,3. Wenn wir mal vielleicht. Naja, je nachdem. Und wir wiegen genau das 400-fache gerade. Und wir können auch viel besser jetzt fahren, also das Handling ist nicht mehr so abgespackt, weil wir eben schwerer sind. Und warum steht der ganze um Club is now EP plus DP plus BP plus FP? Oh, das liegt wohl an diesem Control Center, scheiß drauf. Ja! Ja, das kann auch passieren, dass ihr, wenn ihr zu sehr abspackt, nicht das, sondern wenn ihr zu sehr abspackt, dass ihr einfach unter der Karte landet. Oh, diese warum haben die sich jetzt einfach gekloppt und der Taxifahrer ist gestorben? Warum laufe ich gerade als nackter Mann durch die Stadt und verprügel weibliche Polizistinnen? Und warum steckt dieses Taxi hier einfach im Boden fest? Gut, ich brauche ein neues Auto. Mein Auto ist nämlich wurde vom Erdboden geschluckt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Moment mal, was ist das? Ah, Flugzeug. Okay. Wow. Wir können sogar in einem Topf fahren. Ja, okay, jetzt fahren wir gerade in einem Topf. RC Cam. Cool. Yeah! Ich denke, wie lange es dauert, bis das Spiel wirklich abstürzt, weil ich spack, glaube ich, gerade zu sehr ab. Kommt der her! Oh Mann, jetzt müsste eigentlich gerade Guys Theme laufen, aber naja. Ich. Boot. Oh, wir können sogar mit einem. Nein, können wir nicht.
Ich brauche ein neues Auto. Ich brauche ein neues Auto. Nein. Okay, wir werden jetzt mit Shoney's Classic American Food fahren. Wenn ihr mal einsteigt. Geil, einsteigen. Die Musik. Ah, wieso steckt wieder nicht mehr drin? Boxville Berkeley ist now ED plus, weiß der geil. Es fahren immer mehr Autos rein. Ja, ich hatte es, also die Leute haben es echt mal geschafft. Ich weiß nicht mehr, ob ich dieses Bild noch hab. Da sind sage und schreibe 15 Autos ineinander gefahren. 15. Also normalerweise fahren wir so 3, 4 mal 5, vielleicht selten auch mal 6 Autos rein. Aber ich hatte echt geschafft, dass da mal 15 Autos reingefahren sind. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, diesen Autozieger da eben einfach 10 Meter vor mir zu schleifen. Es macht so viel Spaß, ich könnte einfach wirklich stundenlang das jetzt aufnehmen. Aber das ist ja im Prinzip immer dasselbe. Ja, kommt her, kommt her. Das Witzige daran ist, dass hier gerade drei Autos ineinander stecken. Einfach so ineinander stecken. So, Mann. Und so, was wollte ich nochmal machen? Genau, ich brauche jetzt mal ein neues Auto. Das ist viel zu langsam. Trotz 200.000%. Das wird's tun. Das wird schon tun. Nein, Musik. Ich sag ja, ich muss nichts machen. Gar nichts. Vielleicht sind auch die Autofahrer schon überrascht, wenn die mich hier so sehen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Die sehen mich so. Oh, guck mal da. Nein, Autofall. So. Geh weg. Geh weg. So. Ich kann, wenn ich, sagen wir mal, eine Geschwindigkeit halte, passiert hier relativ. Also, passiert eigentlich gar nichts. Zumindest vor mir. Zumindest. Ich hab einmal schon wieder still. Also, Moritz, weißt du, ich werde immer. Jetzt zum Beispiel schon wieder. Wurde ich wieder still. Egal, wir fahren jetzt hier erstmal raus. Wir fahren jetzt mal aufs Land. Liebe Leute, aufs Land fahren wir jetzt gerade. Und dort, nämlich dort, ist es nicht besser. Wirklich nicht. Es ist nämlich genau dasselbe. Wenn ihr mal schneller fahren würdet! Und ja, wenn ihr Fettkohle machen möchtet, könnt ihr das einfach so machen, indem ihr super schnell fährt, dann loslässt und dann ist es ein Sandbonus. Was? Die Leute. Yo shit! Was hat die Klappe? So. Ja! Ja, ich steck den Boden fest. Nein! Naja. So, du willst also aufsteigen, okay? Gut, dann steig ich auch raus. Du. Ja, I'll get you, huh? Okay. Ich verstehe schon. Geh mit her. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Los. Los, komm her. You shit, huh? You shit. You shit, du sagst mir also, dass ich scheiße bin. Auf. Komm her. Los! Ey, wisst ihr was? Wir waren viel zu dumm. Stier, was davon? Da bringt's auch nicht mehr, wenn du deine Hände hochhebst. So. Wir nehmen jetzt hier einfach mal so ein Country-Auto. So ein Backe. Was war das jetzt? Ja, ich wollte so einen Traktor nehmen. So, haha, danke fürs Traktor, vielen Dank. Dankbar. Mit dem Traktor sind wir natürlich super langsam. Aber das ist egal. Wir tun einfach weiterfahren. Tun wir das? Wir tun, ja. Also, Tuten tun nur die Autos. Ja? Tuten tun nur die Autos. Ja. Ja. Yeah. You mad, Moritz? Wir tun einfach weiterfahren. Also ihr, ich, der Moritz, die Autos da vorne auch. Karl. Was? Karl, habe ich gesagt. Karl Johnson. Karl CJ. Karl John. John Cena. Ja, John Cena. Moritz. So. Oh, das ist mir viel zu langsam einfach. Ja, geh weg! So. Gut. Na, da. Hier werden wir jetzt einsteigen.